Meine irische SIM-Karte kommt natürlich mit. Weißt du, was das Geniale an den Schweizern ist? Bei Jalos Vibe kannst du immer wieder dein eSIM-Profil runterladen. Das heißt also, die eSIM ist dann nicht weg, sondern du kannst, ich kann dann mich einfach mit meinem Account einloggen. Kann dann sagen, ne? Ja. Kann dann sagen, ich habe jetzt ein neues Handy. So, und möchte da jetzt meine eSIM neu einrichten, drauf spielen. Dann kriege ich einfach den QR-Code und kann dann am Computer im Internetcafé zum Beispiel, kann ich den dann wieder auf mein Handy überspielen und fertig. Und kann dann nach wie vor ohne Limit in Rumänien, Kanada, der Schweiz und Österreich zum Beispiel surfen. Ich kann natürlich auch mit meiner irischen Unbegrenzt-Tarif in Irland, ne, kann ich natürlich auch online gehen. Also ohne Limit. Und das gleiche mit Yellow Swipe in der Schweiz. Ob ich das jetzt in der Schweiz ohne Limit nutze oder im Ausland, das bleibt mir überlassen. Aber es ist extrem günstig. Verglichen mit Tarifen aus Deutschland ist Yellow Swipe erheblich günstiger, weil alleine, dass ich damit in alle drei Netze komme. Das ist schon ein Argument. Ja. Und dann natürlich Kanada und Amerika Roaming. Ja. Bei Yellow Swipe kann ich mir auch aussuchen, ob ich das täglich abgebucht haben will oder monatlich. Ja. Ja, wenn ich sage täglich, dann bucht er 3 Franken jeden Tag ab. Wenn ich sage monatlich, dann macht er es alle 30 Tage. Und wenn ich in Polen bin, dann werde ich meine irische und meine Schweizer Karte beide mitnehmen und werde dann mit beiden ohne Limit werde das dann austesten in Lodz. Doch, ich kann normal laufen. Ich kann normal laufen. Die Hose noch nicht, weil dann deine Knöchel hängen beim normalen Laufen. Nee, Mama, das ist. Die Hose an den Knöcheln. Was? So. Ja.
Aber ja, wie gesagt, ich habe ihn. Okay, schon Verkehr, ne? Nee, aber...